ist Ewald Pfleger von der Band Opus und am kommenden Sonntag werde ich mich in einer ganzen Stunde von 11 bis 12 bei Promis allein zu Hause. Promis allein zu Hause. Society-Experte Manuel Winkler unterhält sich von Wohnzimmer zu Wohnzimmer und fragt nach, wie es denn unseren Promis so ergeht und was es Neues gibt. Promis allein zu Hause im Arbö Verkehrsradio. Jetzt! Es war 1985 und bis heute kennen Sie den Titel. Er wird rauf und runter gespielt und auch hier bei uns in der Sendung Promis allein zu Hause hier im Arbö Verkehrsradio ist er ständig präsent. Live is Live und Opus, heute auch bei mir zu Gast, ein Frontman, der Gitarrist und Sänger Ewald Sani Pfleger, schön, dass du bist. Danke für die Einladung, grüß dich, servus. Du hast natürlich auch eine sehr schwierige Zeit momentan, keine Konzerte dürfen stattfinden. Du bist natürlich aber auch im Studio tätig, seit kurzem habe ich jetzt wieder gehört. Wie schaut so dein Alltag in Corona-Zeiten aus? Ja, ich muss sagen, es hat sich zum einen gar nicht so schlecht getroffen, weil wir ja ein neues Album bei Opus vorbereiten. Das heißt, wir brauchen ja viel Zeit im Studio. Leider sind natürlich einige Konzerte flach gefallen und das tut uns natürlich sehr leid, weil wir sehr gerne auf die Bühne gehen. Aber in dem Fall haben wir ein bisschen mehr Zeit für die Studioarbeit. Wir wollen ein tolles neues Album machen. Opus Magnum wird es heißen. Und da werden viele neue Songs und auch alte Raritäten da sein. Können wir es ein bisschen vergleichen wie den Wein, den es in Magnum-Flaschen gibt? Ja, genau. So schön abgestanden und ausgereift werden, das Ganze. Ja, wir sind natürlich durch die Corona-Krise ein bisschen in unserem Zeitplan also jetzt unterbrochen worden. Das heißt, wir haben Aufnahmen müssen verschieben. Aber wir hoffen doch, dass wir heuer im Herbst noch rauskommen können. Und ich denke, so Oktober, November wird sein, wo dann dieses Album auch mit einem Fanpaket, also einer Box mit Vinyl und mit Blu-ray wahrscheinlich rauskommen kann. Freuen wir uns. Auch Vinyl gerade wieder voll im Trend, also Retro angesagt. Und du hast auch sehr viel Retro-Songs, wenn ich so sagen darf, mitgebracht, nämlich Songs, die dich in deinem Leben begleitet haben. Wir starten gleich einmal mit dem ersten Song von den Beatles. Was für eine Nummer darf man da spielen? Wir haben ausgesucht Penny Lane, weil Beatles sind für mich einer der ersten Bands gewesen, die mir natürlich sehr, sehr gut gefallen haben. Mein Cousin hat mir die ersten Griffe beigebracht mit Beatles-Songs. Und war einer der größten Beatles-Fans überhaupt, den ich kenne. Und ja, und aus dem Grund hätte ich gesagt, Penny Lane, das kam damals sehr, sehr stark aus dem Radio. Promis allein zu Hause. Jeden Sonntag von 11 bis 12 im Arbö Verkehrsradio. Die rollenden Steine, Rolling Stones hier im Arbö Verkehrsradio bei Promis allein zu Hause. Heute bei mir zu Gast Opus Frontman Ewald Pfleger live aus seinem Wohnzimmer oder seinem Studio, wo er auch fleißig arbeitet an dem neuen Album, das hoffentlich Corona-bedingt ein bisschen verspätet, aber doch im September oder im Herbst dann rauskommen wird. Ewald, jetzt gerade die Rolling Stones, auch eine Band, die dich bis heute begleitet, weil die hören ja nicht auf die jungen Männer, sage ich jetzt mal. Auf der Bühne. Die sind durchaus vergleichbar mit den alten Opus. Wir haben noch ein paar vielleicht Jahre oder Jahrzehnte weniger am Buckel. Naja, aber die Rolling Stones haben mir damals auch schon sehr gut gefallen. Vor allem, es war so, dass ich bei einem Freund in unserem kleinen Ort Ollersdorf im Burgenland das erste Mal Ruby Tuesday auf einem Plattenspieler gehört habe. Das war ein Erlebnis, weil sonst habe ich es eigentlich entweder im Radio oder sonst in der Musikbox hören können. Ja, und der nächste Song, 1910 Fruit Gum Company mit Simon Says, war dann das erste physische Ding, was ich dann in der Hand gehabt habe, weil das war die erste Single, die ich mir gekauft habe. Simple Simon Says ist halt auch ein Lieblingssong gewesen von mir damals mit 12, 13 Jahren. Und ja, ich habe mir die Single gekauft, aber Plattenspiel habe ich keinen gekauft. Aber du hast es quasi noch bis heute im Ohr und du hörst es dir gerne an. Ich habe mir es gestern auch gehört und habe richtig mitsingen und mitsummen müssen, weil das ist eine schwungvolle, gute, alte Hodernummer und die hören wir uns jetzt an. Fruit Gum Company, Simon Says. Los geht's.
Society-Experte Manuel Winkler interviewt Promis allein zu Hause. Jeden Sonntag von 11 bis 12 im ARBÖ Verkehrsradio. Sorry, Susan, hier im ARBÖ Verkehrsradio, ausgesucht von Ewald Pfleger, heute bei mir zu Gast oder eigentlich von Wohnzimmer zu Wohnzimmer, wie wir gerade versuchen oder immer wieder heute schon versucht haben, einen Kontakt herzustellen. Gar nicht so einfach in der heutigen Zeit, auch Interviews übers Livestream, über Skype, was es nicht alles gibt, Zoom zu organisieren. Kommst du da auch mit? Ich tue mir schwer, muss ich ehrlich sagen. Ja, das haben wir natürlich bis jetzt sehr wenig gemacht. War nicht notwendig, aber mittlerweile gibt es immer öfters die Möglichkeit oder eigentlich die Pflicht, es zu tun. Und das ist auch gut so. Leben ist Veränderung, also wir haben uns auch in die Richtung durchaus verändern dürfen oder können. Oder müssen. Aber es kommen auch wieder alte Dinge zurück. Ich möchte kurz aufs Autokino zum Beispiel verweisen. In Wien gibt es das Autokino, hat seit, glaube ich, ein, zwei Wochen wieder offen. Aber auch ihr habt es vor einer Autokulisse demnächst auf Tour zu gehen und zu spielen. Ja, also wir haben seit gestern fixiert, eine Art Autokino-Tournee durch Österreich, durch die Bundesländer, durch alle Landeshauptstädte und da freuen wir uns schon drauf. Das ist natürlich auch eine neue Erfahrung, die wir nicht kennen. Wir stehen auf der Bühne, die Fans, die sehen uns auf der großen Leinwand und haben den Sound von der Bühne im Auto, wo wir sagen, ja, warum nicht? Wir haben schon so viel Neues kennengelernt und das werden wir auch schaffen und das haben wir schon sehr, sehr sicher sensationell. Ich hoffe, dass ihr ganz, ganz viele Autos auf dem Parkplatz scharrt. Alle Infos dazu, die kriegen wir natürlich hoffentlich bald auch bei uns hier im ARBÖ Verkehrsradio und wir werden natürlich davon berichten. Jetzt kommen wir aber mal zu deinen weiteren Songs. Ich freue mich schon den ganzen Tag auf diesen Song, Samba Party von Santana. Man sagt ja, er ist der große Gitarrist. Du, als einer, der die Gitarre selbst sehr pflegt, kannst du das auch bestätigen? Ja, das war natürlich ein ganz wichtiger Einfluss für mich als Gitarrist. Diese Songs haben wir damals in der Anfangszeit, auch mit meiner ersten Band schon und dann Anfangszeit von Opus, toll gespielt. Samba Party war ein absoluter Hit für uns und unsere Fans damals schon. Und eine sehr gefühlvolle Nummer, die einfach, ja, ich glaube, jedem ins Herz geht und mir besonders. Das heißt, bevor es zum Mittagstisch geht, jetzt gleich ganz laut aufdrehen, zurücklehnen, den Sonntagvormittag damit genießen, Santana mit Samba. Promis allein zu Hause. Jeden Sonntag von 11 bis 12 im ARBÖ Verkehrsradio. Wir rocken in diesen Sonntag hinein. Deep Purple, Black Knight, ausgesucht von Ewald Pfleger, heute bei mir zu Gast bei Promis allein zu Hause hier im ARBÖ Verkehrsradio. Du, Deep Purple, da schickst du auch richtig weg. Wurscht waren im Studio. Absolut, auf der Bühne. Ja. Also die ersten Monate bei Opus waren eigentlich hauptsächlich Deep Purple Tage Proben. Wir haben da, ich glaube, schon 7, 8 oder 9 Songs von der Band einstudiert und das war eine tolle Zeit und da haben wir natürlich auch viel gelernt, von wegen Arrangement und es war nur damals noch die Problematik, wir haben den Herweg noch nicht gehabt, also wir haben versucht, den Sänger zu imitieren, aber das ist uns nicht ganz gelungen. Der Herweg hätte es dann damals schon geschafft und später noch haben wir es eh gehabt. Zum Glück und heute immer noch großartig auf der Bühne. Man merkt es ja, wenn ihr auf der Bühne steht, da ist nicht nur der Jobgedanke oder ja, wir haben einmal gute Hits ausgebracht, sondern ihr macht es bis heute voller Leidenschaft. Wo ist die Energie her, die ihr hernimmt? Naja, ich glaube, dass wir einfach eine gute Band, ein gutes Bandfeeling haben. Wir sind alle Freunde. Wir leben davon, unsere eigene Musik machen zu können und das ist ja auch was nicht so ganz Alltägliches, weil wir machen jetzt seit mittlerweile 47 Jahre unsere Musik und eigentlich fast die ganze Zeit über immer eigene Songs und das auch natürlich mit einem guten Erfolg. Das motiviert und ich glaube, das ist der Grundstein, dass man als Band so lange zusammenhält. Wie war denn das jetzt für euch in der Zeit, wo man sich nicht sehen durfte
Es waren so 2-3 Wochen, wo man wirklich sich in Quarantäne begeben hat. Jeder hat irgendwie geschaut, dass er über die Runden kommt. Man darf sich nicht treffen, man darf sich nicht einmal irgendwie schon Termine ausmachen, weil man nicht gewusst hat, wie es jetzt weitergeht. Wie war das für dich? Hast du mehr gegessen, mehr gekocht, mehr Sport gemacht? Ja, es war so, dass wir haben natürlich schon immer wieder telefoniert, aber wir haben uns doch einige Wochen oder ja, wie lange war es denn? 8 bis 10 Wochen haben wir uns nicht gesehen persönlich. Aber ja, wir haben uns zurückgezogen und es ist natürlich auch das Familienleben dann, oder in dem Fall wir zu zweit, weil unser Sohn ist auch schon ausgezogen. Also wir haben uns wirklich jeden Tag gekocht. Hast du vollkommen recht, wir haben auch viel mehr Zeit gehabt zum Lesen. Für andere Tätigkeiten, wir sind mehr spazieren gegangen als sonst. Und es war eigentlich durchaus eine sehr entspannte Zeit. Siehst du das als Chance für die Menschheit, auch ein bisschen wieder nachzudenken? Naja, es zählt nicht immer nur die Schnelllebigkeit und der Stress und die Arbeit. Ja, so sicher das auch. Ich glaube, man müsste eigentlich wieder zurückzukommen, die wichtigen Sachen wirklich ernst zu nehmen, nämlich Zeit für sich, Zeit für seine Lieben und sagen wir die Zeit, wo man sich entspannen kann, zu forcieren. Und diese Zeit können wir jetzt auch nutzen mit einem Titel, den du auf deiner Liste mitgebracht hast. Passt perfekt dazu. Cat Stevens mit Morning Has Broken. Warum die Nummer? Das war einer der ersten Songs, die ich immer wieder gespielt habe, wenn ich meine Frau getroffen habe. Wir haben uns das Auto von meinem Papa ausgeparkt und haben die Kassetten von Cat Stevens im Auto gespielt. Und ja, das erinnert mich sehr an die ersten Kennenlern-Tage meiner Frau und deswegen diesen Song. Vielleicht auch gemeinsam einmal in der Zeit auch ins Autokino fahren. Die Kassette. Guter Tipp, wir haben auch gesagt, bevor wir diese Autokino-Tournee machen, gibt auch in Graz jetzt ein Autokino, das schon läuft, werden wir das erste Mal in unserem Leben ein Autokino besuchen. Wir haben das noch nie gemacht und jetzt ist primär auch in dieser Richtung. Das heißt, bevor ihr auf die Showbühne geht und vor zigtausende Autos spielt, schaut euch das einmal unten von der Kulisse an in einem Kinofilm. Jetzt hören wir mal rein. Cat Stevens, Morning Has Broken, damals noch mit Kassette aus dem Autoradio, erklungen jetzt hier aus ihrem Arbe-Verkehrsradio, ausgesucht von Ewald Pfleger. Society-Experte Manuel Winkler interviewt Promis allein zu Hause. Jeden Sonntag von 11 bis 12 im Arbe Verkehrsradio. Manfred Mann, Father of Day. Eine Wahnsinnsnummer. Ich muss ehrlich sagen, die kompletten fast 10 Minuten habe ich mir noch nie angehört. Heute und jetzt war es soweit. Was verbindet dich, Ewald Pfleger, heute bei mir zu Gast bei Promis allein zu Hause mit dieser Nummer? Ja, das war ein Song, den ich bei Opus anfangs selbst gesungen habe. Und das ist mir gut gelegen. Also das war jetzt nicht so druckvoll, sondern mehr so ein bisschen melancholisch und lockerer zu singen. Und ja, das war damals für mich schon ein guter Beweis, dass es von der Stimmung her auf der Bühne was gibt, was mir genau entspricht und was ich gut kann. Und deswegen haben wir gedacht, ja, das. Und wir haben einige Songs von Manfred Mann gespielt. Also da gibt es mehrere. Mighty Queen in dieser langen Version, die er dann gemacht hat und mit der Earth Band. Also deswegen auch Manfred Mann, weil das ist auch durchaus ein Vorbild für uns. Waren auch großartige Künstler, alle auf der Bühne. Die haben es ja richtig gelebt. Also wenn man jetzt an Musikvideos von damals sieht, Konzertvideos, die haben die Musik aufgesaugt und waren in ihrem Element. Ist das bei dir auch noch so, dass du das spüren musst? Die haben ihn voriges Jahr sogar besucht und sogar hinter der Bühne. Der war in Graz auf den Kasematten. Und ja, also wir sind alle Fans von ihm und von seiner Band auch. Und es war ein tolles Zusammenkommen mit ihm. Also wir haben sogar dann mit ihm in Graz im Restaurant gegessen. Und es war ein lässiges Treffen. Und er hat einfach so viel drauf und hat, wenn man bedenkt, er hat Anfang der 60er schon begonnen mit seinen Hits. Zuerst als Manfred Mann,
mit einer anderen Besetzung und dann ab den 70ern mit der Manfred Mann's First Band. Und wir haben ja schon öfters auch mit ihm zusammengespielt. Auch bei der Donauinsel vor einigen Jahren ist er vor uns aufgetreten. Damals vor uns. Wahnsinn, Vorband. Wir haben da sehr gute Beziehungen zu diesem Mann und seinem Manfred Band. Mann, man hört ein bisschen raus, auch Superstars wie ihr und du es bist, können noch Fans sein von jemandem. Natürlich, also wir haben ja viele, viele tolle Vorbilder, die uns heute, der John Mayer zum Beispiel, der taugt uns auch alle. Da sind wir bei einem Konzert in Amsterdam gewesen und es ist einfach, es gibt auch heute irrsinnig viele tolle Musiken und tolle Künstler. Ich bin natürlich geprägt, das merkt man durch die 60s, durch die 70s, ist ja logisch, aber ich muss auch sagen, es gibt da heute wirklich sehr gute Musik. Was es heute nicht gibt oder vielleicht kaum noch geben wird, ist ein Urlaub. Du bist viel auf der Welt unterwegs gewesen. Schockt dich das? Kümmert dich das, dass du vielleicht heuer nicht in den Urlaub fliegen kannst? Nein, also wir waren ja wirklich viel unterwegs die letzten Jahre und überhaupt seit wir einen großen Erfolg gehabt haben. Aber ich muss sagen, wenn wir heuer nur ein bisschen in Österreich herumkommen, ist es auch sehr schön, weil es gibt so viele schöne Plätze in Österreich, da muss ich nicht unbedingt wegfliegen. Also wir werden auch durch die Autokino-Tournee, wir haben ja die Landeshauptstädte fast alle besuchen und da wird es dann da bei den Hin- und Rückreisen wird es dann ein paar so Abschwenker geben zu irgendeinem See und schöne Gegenden anschauen. Richtig, Österreich hat viel zu bieten und du hast auch einiges zu bieten an guter Musik, Musik, die dich dein Leben lang begleitet hat. Heart kommt jetzt mit Stranded, warum? Heart ist eine tolle amerikanische Band, die auch von Peter Wolf produziert worden ist. Und durch Stimmt. Peter Wolf haben wir da eine gute Beziehung, oder nicht wirklich eine richtige, aber ist uns Heart, irgendwie liegt uns sehr gut. Weil die Stimmen der zwei Wilson-Schwestern auch sehr hoch sind. Also mich erinnert die Ann Wilson immer ein bisschen an Herwig, wenn sie da so hoch geigt. Und Stranded ist ein Lieblingssong von mir. Das ist so, das geht so unter die Haut. Also mir gefällt der Song ausgezeichnet. Der berührt emotional und hören wir uns gleich an. Hat mit Stranded schön ausgesucht von unserem Gast heute bei Promis allein zu Hause, Ewald. Promis allein zu Hause. Jeden Sonntag von 11 bis 12 im ARBE Verkehrsradio. Ein Sonntag mit vieler guter Musik ausgesucht und zusammengestellt vom heutigen Gast, nämlich Ewald Pfleger. Der sitzt in seinem Wohnzimmer, eigentlich im Büro, im Studio, oder? Ja, also im Büro des Studios, sagen wir so. Ja. Wo du ja auch momentan ganz viel auch aufzeichnest und arbeitest mit deinen Bandkollegen von Opus an einem neuen Album, wird heißen Opus Magnum. Ja, wir planen ein großes Ding. Weil wir, ich sage mal, wahrscheinlich das letzte große Album von Opus, wie es momentan ausschaut. Und da wollen wir wirklich viel gute Musik draufpacken. Also wir haben mittlerweile schon 9 neue Songs aufgenommen. Wir planen noch eine nächste Session nächste Woche. Und da werden wir nochmals, ich schätze mal, so 2-3 neue Songs aufnehmen. Und das ist ja eine Art Doppelalbum. Auf die zweite CD kommt dann diverse Demos von Songs, die man kennt, also viele Raritäten, die wir ja gesammelt haben über diese langen Jahre, Aufnahmen, die wir produziert haben im Studio, aber nicht veröffentlicht haben, und auch Live-Aufnahmen, die sicher speziell sind, zum Teil auch von der Grazer Oper, und dann in einer Box für wirklich eingefleischte Fans, mit Vinyl und Blu-ray. Also wir werden da ein ziemlich großes Paket schnüren. Ja, kann man sich jetzt schon zu Weihnachten wünschen, weil im Herbst soll es dann bald rauskommen. In den vielen Jahren, nach so vielen Alben, Ewald, braucht sie jetzt länger, weil ihr ein bisschen genauer arbeitet wie früher oder weil man vielleicht bingeliger ist bei einem Ton oder bei einer Oktave, die gerade nicht hingehauen hat? Nein, wir sind sehr entspannt im Studio, weil wir ja ein eigenes haben. Also quasi, ja, wir können uns selbst das Zeitlimit setzen oder auch nicht. Und dadurch ist es natürlich nicht vergleichbar mit
den Aufnahmen in den 80ern, wo wir natürlich die Studiozeit gehabt haben, nämlich irgendwelche 3 Wochen Aufnahmezeit. Und das ist natürlich jetzt viel, viel länger. Aber wir wollen es auch nicht jetzt auf Unendlichkeit ausdehnen, weil das ist die Gefahr ist auch, dass man sich da ein bisschen verliert, sondern wir versuchen schon konkret dann die neuen Songs in einer gewissen Zeit fertig zu machen. Weil natürlich könnte man nach einem halben Jahr sagen, da war mir vielleicht noch was Besseres eingefallen. Aber das soll es auch nicht sein. Also wir schauen, dass wir konkret die Sachen in ein paar Wochen auf den Punkt bringen. Ich freue mich schon sehr auf Neues von Opus. Spätestens im Herbst wissen wir es. Dazwischen werden sie auf Tour gehen, wie schon gesagt, mit den Drive-in-Auto-Konzerten in vielen Landeshauptstädten in Österreich. Und jetzt haben wir noch 2 Songs, die natürlich nicht fehlen dürfen, weil wir kommen zum 11. Song deiner heutigen Liste. Und das ist natürlich 11, oder? Ja, das war unser erster großer Erfolg in Österreich, aber nicht nur da, sondern auch in Deutschland und in Italien. Also damit hat es eigentlich begonnen, damit ist die Öffentlichkeit auf uns aufmerksam geworden. Die nächste Single war dann Flying High und hat natürlich noch größere Erfolge gebracht. Aber 11 ist auch unsere Glückszahl seither, hat uns viel Glück und Erfolg gebracht und deswegen 11. Dann sage ich 11.000-fach danke, lieber Ewald, für deine Zeit, dass du heute aus dem Wohnzimmer uns einiges Privates auch erzählen lassen hast. Wünsche dir alles Gute für das neue Album. Dir und deinen Kollegen von Opus freuen uns auf die vielen Konzerte, die jetzt dann stattfinden, zumindest aufs Auto übertragen. Und wir hören jetzt hinein in deine Nummer 11. Danach noch Dire Straits mit Going Home. Eine Live-Version möchtest du da gespielt haben? Ja, das ist einfach so ein toller, inspirierender Titel. Er ist nämlich instrumental und es ist immer die letzte Nummer von einem Konzert von Dire Straits oder auch von Mark Knopfler, immer noch. Und ich habe den Mark Knopfler vor 2 oder 3 Jahren im Steinbruch Margareten gesehen und da hat er die Nummer auch gespielt. Und es ist eine tolle Abschiedsnummer und das passt auch gut zur letzten Nummer in deiner Sendung. Dann danke nochmal für deine Zeit. Alles Liebe, liebe Grüße in die Steiermark und viel Erfolg mit dem neuen Album Opus Magnum. Vielen Dank. Tschüss. Promis allein zu Hause. Jeden Sonntag von 11 bis 12 im ARBÖ Verkehrsradio.